So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und wir spielen eine weitere Folge Detroit Become Human. Ich denke mal, wir sind hier wieder bei Kara angelangt. Ja. Alice, zuverlässig, ja, okay. Luther, neutral. Neutral. Keine Ahnung, was wir hier entdecken oder was wir machen. Hole Hilfe, untersuche den Hinterhof. Wir haben auf jeden Fall ein Auto hier. Da ist jemand. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Oh, der ist nicht so glücklich damit, glaube ich. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Ja, ich denke, wir müssen ihnen vertrauen. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam. Bringst du sie nach oben? Okay. Ah, die haben aber Waffen hier. Gar nicht so toll, irgendwie. Ich komm da nicht hoch. Nein! Was wir... Alter! Komm, Alice. War's das? Und zudecken. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht haben sie Angst. Die Leute fürchten immer das, was sie nicht kennen. Warum reden Sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke.
Die wasche und trockne ich. Schlaf gut, Alice. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Der ist gut, der Luther. Vielleicht geht es da auch für geheime Verstecke, aber gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie sehr viele Waffen. Weihnachten. Wie war noch dein Name? Bio. Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Jo, ich komme. Weihnachten ist es gerade. Wir setzen uns erstmal hin und hören uns die ganze Geschichte an oder sowas. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen? Sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Aufstehen. Hinterher. Warum läuft denn die so langsam? Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Willkommen im Leben. Verlust gehört zum Leben dazu. Lassen wir sie. Alice. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Mhm.
Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Ableitler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ich glaube, ich weiß, was der Adam auf jeden Fall vorhat. Er wird sie auf jeden Fall verraten, denke ich mir mal. Weil irgendwann mal werden die Menschen halt einfach auf die Jagd gehen und dann wird jeder Einzelne gesucht und wird aufgespürt und gefunden und vernichtet, ne? Also so sind die Menschen drauf. Schlussendlich. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Big Mamas Booty. Ich konnte es mir nicht verkneifen, Mann. Ich muss das einfach sagen, Mann. Oh Gott. Adams Vater, ja. Umgesehen. Ach, das war alles, was ich... Ah, Beutel mit blauem Blut. Gottes, was geht hier sonst noch ab? Die hat komische Bilder, Vögel. Was ist das für ein Triggerpoint? Kann man da raus gucken? Nee, kann man auch nicht. Und bald gucken kann man da auch nicht ungefähr. Wir sollen uns ja stellenweise ein bisschen umgucken hier. Trauern immer noch. Die Polizei! Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich kümmere mich um die Polizei. Ich wusste, dass das passiert. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Klar. Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne.
Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Das... nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Nein. Nein, hier sind keine Androiden. Mal gucken, ob wir den gut verarschen können. Was ist mit dem blauen Blut? Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Das gehört dem früheren Besitzer. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt. Da. Scheiße! Keine Bewegung! Nein, Luther! Oh nein, ich hab's verhunzt. Ihr müsst die Reise ohne mich zu Ende bringen. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Scheiße. Ich hab's voll verhunzt, Leute. Er hat den Polizisten getötet, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall klar. Es hätte auch glimpflich ausgehen können. Garantiert. Also das ist so ein Part, den möchte ich auf jeden Fall nochmal machen. Scheiße. Inning? Was ist Inning? Was ist Inning? Luther Inning. Innick, oder? Innick. Ah, okay, Innick. Mann, bin ich blöd oder so? Das Haus erkunden. Adam gerät in Panik. Tür öffnen. Wir hätten das auch anders machen können. Vorhang nicht geschlossen. Wir hätten den Vorhang schließen sollen. Dann hätte der die eventuell nicht gesehen. Ah, 13%. Habe ich es wieder mal gut gemacht. Hä? Oh Mann. Ja, wir haben wieder einen Story-Part beendet, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschneiden würdet. Wir sehen uns bis dahin, Leute. Haut rein.